Hinter mir in der Kieler Förde liegen nicht nur über 20 historische Schiffswracks aus 3 Jahrhunderten, sondern tatsächlich auch 35.000 Tonnen Munition. Das allermeiste davon wurde Ende des Zweiten Weltkriegs hier verklappt. Und jetzt liegt diese Munition seit über 70 Jahren hier am Grund der Ostsee und rostet vor sich hin und kann demnächst vielleicht bald durchgerostet sein. Und das stellt tatsächlich eine echte Gefahr dar. Ticken auf dem Meeresboden der Ostsee chemische Zeitbomben? Unterwasserarchäologe Florian Huber stößt bei seinen wissenschaftlichen Expeditionen immer wieder auf das bedrohliche Erbe der Weltkriege. Letzte Vorbereitungen für den Tauchgang. Vor den deutschen Küsten der Nord- und Ostsee rosten rund 1,6 Millionen Tonnen Munition auf dem Meeresgrund. Ein hochgefährliches Waffenarsenal, das alle grauenvollen Vernichtungstaktiken des Zweiten Weltkriegs umfasst. Deswegen bleibt, trotz genauer Vorbereitung, für den Unterwasserarchäologen ein Restrisiko bei jedem Tauchgang. Was Florian Huber zunächst für eine Kanone hält, entpuppt sich als rostige Metallhülle einer Bombe. Viele Metallgehäuse zeigen mittlerweile starke Korrosion. Die Beschädigungen sorgen dafür, dass der Sprengstoff im Inneren freiliegt und Chemikalien in das umgebende Wasser gelangen können. Ob bei dieser Bombe giftige Substanzen austreten, ist nicht sichtbar. Fakt ist, für die Umwelt und die Menschen sind die alten Kriegswaffen ein ständiges und unberechenbares Risiko. Die Forschungstaucher dokumentieren die Position der Fundstelle via GPS und geben die Koordinaten an den Kampfmittelräumdienst weiter. Bei dem größten Teil des Kriegsmülls handelt es sich um konventionelle Munition, also Spreng- oder Brandbomben, die meist mit TNT oder weißem Phosphor befüllt ist. Seeminen, Luftbomben, Torpedoköpfe und Granaten. Allein in der Ostsee liegen rund 300.000 Tonnen nicht detonierter Kampfmittel und bis zu 65.000 Tonnen chemische Kampfstoffe. Teils verstreut, so wie sie während der Kriegszeit versenkt wurden oder verloren gingen, teils in regelrechten Haufen, wenn sie nach den Kriegen absichtlich entsorgt wurden. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges sollten Waffen und Munition des NS-Staates vernichtet werden. Sarin, Senfgas, Soman. Der deutsche Kriegsgiftschrank wurde einfach im Meer versenkt. Damals machte man sich keine Gedanken darum, dass diese Hinterlassenschaften früher oder später zur gefährlichen Bedrohung werden könnten. Über Jahrzehnte wurde das Problem verdrängt. Bei unserer Arbeit im Meer hier finden wir tatsächlich immer wieder Reste von Munition. Als Forschungstaucher frage ich mich natürlich, in welchem Zustand diese Munition ist, ob da schon giftige Substanzen wie zum Beispiel Phosphor oder Senfgas austreten und was das für Folgen für das Ökosystem und den Mensch hat. Und um mehr darüber herauszufinden, bin ich heute mit einem Biochemiker verabredet, der hier in Kiel am Geomar arbeitet und der weiß, welche Gefahren von Munition im Meer ausgehen kann. Die Wissenschaftler des Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel warnen schon lange vor den wachsenden Gefahren der sich zersetzenden Kriegsaltlasten in den Gewässern der Welt. Eine Gruppe von Wissenschaftlern erforscht seit einigen Jahren die Auswirkungen von Munition und chemischen Waffen auf die Umwelt. Der amerikanische Biochemiker Dr. Aaron Beck und ein internationales Konsortium haben für eine Studie Informationen über die globale Belastung der Weltmeere zusammengetragen. Florian Huber zeigt dem Wissenschaftler die Aufnahmen des Tauchgangs. Also wir dachten nämlich ursprünglich, dass es eine Kanone ist. Ja? Mhm. Auf dem Sidescan-Sonar sah es nämlich so aus. Ne? Länglich hat die Tasten genau. Ja, das sind so, ich glaube, 3-4 Meter oder so. Aha. Jedes Jahr stoßen wir wieder auf vereinzelte Munitionsreste, entweder in dieser Art oder letztes Jahr auch auf Helgoland. Dieses Jahr auf Helgoland eine ganze Gruppe von Bomben gefunden. Das passiert uns also immer wieder. Und das ist, Das ist Wahnsinn, dass diese Dinge liegen einfach überall. Ja. Was bedeutet das jetzt für die Menschen, die hier direkt leben? Was bedeutet das für die Tiere, die da unten wohnen? Aus meiner Sicht, es gibt zwei Gefahren.
Eins ist Explosionsrisiko. Mhm. Und manche haben das untersucht und die sagen, wenn das liegt auf dem Meeresboden und in Kontakt mit Salzwasser ist, dann ist das mehr empfindlich als vorher. Ja. Und der zweite ist diese toxische Risiko. Wenn diese Verbindungen rauskommen und in der Wassersäule freigesetzt werden, mhm. Ob die in die Nährungskette gehen und, mhm. Und dann in Meeresfrüchte und ja. eventuell landet auf unser Teller. In Wasserproben entdeckten Aaron Beck und sein Team den Sprengstoff TNT, wenn auch nur in sehr kleinen Konzentrationen. TNT gilt als krebserregend und erbgutschädigend. Auch in Fischen wurden die chemischen Stoffe nachgewiesen. Inwiefern diese Mengen Auswirkungen auf den Verbraucher haben, ist noch nicht erforscht. Also wie könnte die Lösung ausschauen? Was muss gemacht werden? Ich denke, dass der einzige Lösung ist, die aufzuräumen. Und dann ist nur die Frage, wie man das machen kann. Und wer es bezahlt? Ja. Die Munition muss geborgen werden, da sind sich die Wissenschaftler einig. Internationale Zusammenarbeit ist nötig, da die gefährlichen Inhaltsstoffe vor Ländergrenzen keinen Halt machen. In der Datensammlung wurden Munitionsfunde mit roten Punkten markiert. Aber nicht alles Kriegsgerät ist dokumentiert. Was du sofort siehst, ist, dass alle die Länder, die in den Zweiten Weltkrieg beschäftigt waren, mhm. alle die Küste sind belastet mit Munitionssachen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich viel auch hier rund um Australien, ne? Die hätte ich gar nicht gedacht. Ja, wow. Genau. Okay. Und ich glaube, da muss so viel in Südostasien liegen, aber man greift in Info nicht. Ja. Europa ist ja hier komplett voll irgendwie, ne? Das ist ja, wow. Ja, okay. Und manche Länder zeigen nichts, weil das ist so ein militärisches Geheimnis. Manchmal ist da nicht so viel Info wie in Frankreich oder in Spanien, weil die machen diese Info nicht öffentlich. Bei meinen Reisen rund um die Erde komme ich immer wieder mit Kriegsgerät und mit Munition auf dem Meeresgrund in Berührung. Das heißt, es ist tatsächlich ein globales Problem in fast allen Weltmeeren. Und bislang gibt es überhaupt noch gar keine Konzepte, wie man diese Munition bergen könnte oder was man mit dieser Munition machen kann. In den letzten 70 Jahren hat man eigentlich nur die Augen verschlossen und es wird jetzt tatsächlich höchste Zeit, dass hier mal gehandelt wird. Klar ist, die Kampfstoffe sind heute noch so gefährlich wie vor 70 Jahren. Und was meint ihr? Habt ihr eine Idee, wie man diese Munition bergen kann? Mhm.